Ich grüße euch, hier spricht wieder euer Lieblingsohrschloch, das sich sehr freut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen zurück zu Super Mario Maker 2. Nachdem wir die letzten zwei Parts mit dem Rentenpilz verbracht haben und das ein oder andere tolle Level bewältigt oder nicht bewältigt haben, sind wir jetzt wieder am Anfang der Nahrungskette und zwar bei El Llano. Ihr seht schon, er hat einiges hochgeladen. Wir stecken hier immer noch mitten in Welt 2 fest. Daran werden wir heute arbeiten. Er baut ja seine eigene Levelreihe Super Mario 3D Bros., die schon einige hervorragende Level zum Vorschein gebracht hat. Ich freue mich schon, wie es da weitergeht. Da steckt er echt immer viel Herz und so rein. Ja, der schneidet sich immer ein Stück von seinem Herz und presst in irgendein Level. Ja, Wahnsinn, der Kerl, der hat irgendwie keinen Rücken, er hat keine Stirn und bald hat er auch kein Herz mehr und ja, so vegetiert der dahin. Ich hoffe, ihr seid gut im Dezember angekommen. Hoffe ich. Oh, genug gelabert, oder? Hier ist seine neueste Welt, seine Schneewelt, die er jetzt am 1.12. um 0 Uhr hochgeladen hat. Wahnsinn, oder? Ihr seid alle herzlich dazu eingeladen, diese zu spielen. Hier könnt ihr hier schon mal die ID sehen. Generell seid ihr natürlich immer herzlich dazu eingeladen, die Level, die wir im Part spielen, auch selbst zu spielen. Denn das ist ein Community-Projekt und kein Mischi-Projekt, das der Trottel hier vor dem Fernseher alleine spielt. Nein, wir alle spielen die Level. Gell? Verstanden? Okay, Leute. Los geht's mit Super Mario 3D Bros. 2 3D. Mamma mia. Ach so. Ja, Moment mal. Das machen wir gleich. Jetzt schauen wir zuerst mal, ob jemand von euch hier... Oh, Tomtown. Tomtown. Oh, der würde ich jetzt am liebsten so einen Keks geben. So einen Weihnachtskeks. Könnte ich backen? Würde ich mal einen Weihnachtskeks backen und ihm senden? Oh, Tomtown, du hast es so verdient. Wer von euch hat sich noch Kekse verdient? Barbron, ich kenne dich nicht. Kriegst nix von mir. So ein Clown World, so ein Österreicher. Okay, jeder Österreicher kriegt einen Gratis-Keks von mir. Schweizer, rosa Haare, Schweizer, ja okay, der kriegt auch einen Keks. Leute, ihr habt was zu erledigen. Also schaltet das blöde Video aus und spielt die Level, die wir heute selbst spielen, okay? So, Moment, jetzt müssen wir mal kurz hier gucken, ob der irgendwas auf Discord gepostet hat dazu. Die ersten Level haben wir ja schon gespielt, oder? Hier schon mal. 2-1 und 2-3. So, muss ich mal kurz gucken. Okay. Okidoki. Nostalgie im 1-2 Remake. Beschreibung. Mache dich mit Mario auf in ein neues Abenteuer und erkunde Welt in 3D-World-Stil. Oder, ja, ist ja seine normale Beschreibung. In jeweils 5 Leveln in 6 Welten erwarten dich purer Spielspaß. Die kennen wir auch schon. Die Level in Welt 1 schalten... Ja, ja. Okay, da ist immer Copy und Paste. Okay. In jedem Level sind 3 50er Coins zu finden. Viel Spaß. Also, kennen wir auch schon. 3 Star Coins. Hab das jetzt nur nochmal vorgelesen, damit das jedem auch in Erinnerung ist. Ich wünsche euch und natürlich auch mir selbst viel Spaß mit dem Level. Eine Sache gibt's aber allerdings noch zu tun hier. So, tu nämlich den Charakter wechseln. Toadette hat jetzt ihren Spaß gehabt. Jetzt sind wir wieder ein bisschen hier Mario. Ich muss mich kurz töten. Ich hoffe, hier kommt gleich irgendwas, wo ich sterben kann. Dann bin ich nämlich Mario. Eliano, töte mich. Jawohl! Mamma mia! Okay, Leute. Jetzt können wir's. So, jetzt sind wir Mario hier. 3D World Style. So eine Art Höhle ist hier. Oder halt nur so ein Eingang. Gehen wir da mal rein. So. Ja, ist ja tatsächlich das Remake von dem einen Level, wo er gesagt hat. Das müsste natürlich jeder kennen, der auf klassische Mario Jump'n'Run Kost steht. Hier das Untergrundlevel. Hat er geremaked. Ich bin gespannt, ob er es 1:1 geremaked hat. Oder ob er da andere Überraschungen versteckt hat. Das werden wir jetzt zusammen rausfinden. Cool, coole Idee auf jeden Fall. Schau mal hier mit den bunten Blocks. Holy shit!
Auch dieses Level bot ja einige Secrets damals. War hier nicht irgendwo ein Stern sogar? Wir werden schauen, ob er auch einige Secrets und vielleicht sogar einige Überraschungen hier mit eingebaut hat. So, hier ist auf jeden Fall was drin. Schicki. Okay, es ist fort. Ja, hätte ich Groß Mario sein müssen. Da kommt die Goomba-Armee. Bam. Bisher ist es eigentlich ziemlich gleich dem originalen Level. Hier sogar mit Warpröhre. Und sogar gleicher Dingens. Gleicher Bonus-Room. So, natürlich hier. Hier natürlich noch mit Münzen. Der hat das wirklich 1:1 hier ja, nachgebaut. Das ist ja schon mal lästig. Das Ganze neu vorgestellt im 3D-World-Style. So. Hier oben kannst du nicht lang gehen. Okay, die Abkürzung da oben hat da weggelassen. Also konntest du ja eigentlich die ganze Level abkürzen. Holy! Holy shit! Das war's. So, hier geht's natürlich lang. Aber hier oben ist natürlich eine Warpröhre, ein Warpfeld. Ich weiß nicht, was soll man jetzt machen? Soll man... Ja. Welcome to Warp Zone. Okay, wo wird mich das hinführen? Hier ist ein Rückweg. Guck mal. Wieso sollte man hier zurück wollen? Au, das sind die drei... Münzen, genau. Habe ich jetzt komplett vergessen gehabt. Holy shit! Wie willst du das denn kriegen, Freund? Freund der Berge. Okay, jetzt können wir eh durchrushen. Das Level ist ganz klassisch, das Level, das man kennt. Aus dem ersten Mario Bros. Spiel. Super Mario Bros. Mario Bros. Ist ein anderes. Natürlich wissen. Übrigens, schönen Gruß vom Mettle. Ich soll jetzt öfter das Wort Kakisaki verwenden. Und das werde ich natürlich, so gut es mir geht, machen. Also Leute, spielt die Level. Oder ihr kriegt einen Kakisaki von mir zugesendet, ihr Arschlöcher hier. Das meine ich ernst. Ich habe einen Hund. Der produziert viele Kakisaki. Das ist absolut wahr. So, hier kriege ich also Feuerblumen. Aber inwiefern können mir Feuerblumen hier helfen? Kann ich hier den Koopa-Panzer irgendwie so werfen, dass ich die Münze ergattern kann? Ich weiß nicht. Ja, wahrscheinlich, okay. Jawohl. Gut, der erste Starcoin ist schon da. Okay, Eliano will, dass man hier zurückgeht. Okay, es geht hier also rein in die Münzen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das der offizielle Weg war, an diese Starcoin zu kommen. Ob man hier vielleicht irgendwo so ein Pilz kriegt oder was. Servus. Zwei. Das ist auch eine sehr kreative Idee, dass sie die Starcoins tatsächlich in der Warp-Zone versteckt hat. So. Blobs. Hier muss ich ein Dingens bauen, oder? Stimmt's? Oder habe ich hier recht? Ich muss aufpassen, dass ich nichts kaputt mache. Ja. Nein. Oh, ich dachte jetzt schon, das geht kaputt, aber das kann nicht. Achso, ich hätte hier machen sollen. Ja, natürlich. Das ist ja schon eine Erhöhung, wo ich mich höre. Das ergibt durchaus Sinn. Ja, Leute, wie gesagt, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt Spaß und so. Ja, mehr kann ich eh nicht hoffen, oder? Das ist jetzt schon die Hoffnung. Das wollte ich gut. Jawohl! Und die dritte Starcoin ist unsere. Sehr kreativ. Sehr cool. Sagt ja durchaus
auch für die Überraschung, die ich schon am Anfang, angesprochen habe. Also, dass uns vielleicht Überraschungen erwarten könnten. Und mit dieser Idee hat er mich tatsächlich überrascht. So, was ist das hier? Pilzi? Glaube ich. Holy shit, da ist ein Secret. Wo ist denn Elias? Woher ist du? Was ist da oben? Was ist das? Was ist hier jetzt lang? Ich bin im Arsch, da geht's nicht lang. Was ist denn hier? Ist hier noch ein Secret? Exit? Ne, gibt ja nicht mehr Secret Exit im Spiel. Ja, keine Ahnung! Jawohl, cooler Einstieg hier. Toll. So, was machen wir hier? Hat Spaß gemacht, oder? Ja, ich faule Sau, kann jetzt auch einen Text schreiben, aber bin halt faul. So. Gut, Kommentar gepostet, passt ja schon. Mein Gott, es ist so nervig auf Discord, dass man da immer wieder hoch scrollen muss, um den Text zu lesen. Also ich muss jetzt wieder zu Elianos Nachricht irgendwo ganz weit oben scrollen, damit ich das dann lesen kann und vorlesen kann. Das hier ist mir erst hier bei 3.1, weil das Handy, das geht ja nach einer Zeit in den Sperrbildschirm, und wenn es dann vom Sperrbildschirm zurück kommt, dann ist es wieder am Anfang vom Chat. Klar, soweit. So. World 2.4. Schlangenblöcke in der Wüste. Mache dich mit. Okay, ist eh immer die gleiche Beschreibung. Gut. Snake Blocks in the Desert. Okidoki. Bin gespannt und freue mich drauf. Mamma mia. Okidoki. Ja. Holy shit, in der Sonne. Oh, guck mal, jetzt wissen wir endlich, wie Elianos Gesicht aussieht. Richtiger Sonnenschein, oder? Holy shit, da ist ja mein Gesicht auch noch hier. Schau dich den an, den Deppel nehmen. Das ist wirklich mein Gesicht. Ich wurde auch immer fetter mit der Zeit. Guck mal, ich muss mich selbst töten. Der Blitzjunge ist stolz auf mich. Da unten waren Knochentruppen fliegender. Vergesst nicht, es gibt drei Dingens zu finden. Drei Starcoins. Die könnten gerade hier in dem Level sehr tricky sein. Aber guck mal, wir kommen hier eh lang. So, hier wäre natürlich eine Niederlage. Nervig, weil man hier natürlich Passagen, langwierige Passagen wiederholen müsste. Und Hammer Bro ist natürlich auch da. Ich danke dir, Elianos! Fuck you! Fuck you, Elianos! Dass du einen Hammer Bruder eingebaut hast! Du weißt, dass ich sie hasse! Du weißt es, du Arsch, du! Du Penner! Du! Ich komm nicht klar, okay? Ich komm nicht klar! Shitty! Du Drecksack, du! Es ist der erste Advent, okay? Ich hab musst du meine Laune verderben! Ja, okay. Elianos hat leider kein Gesprächsthema für uns. Dementsprechend muss ich mir wieder irgendwas überlegen. Das mit den Serien und Spiele und so haben wir ja schon geredet. Da hat sich nämlich bei mir nicht viel verändert. Guck mal, der springt tatsächlich auf einen anderen Block rauf. Bastard, du. Holy. Okay. Shitty. Sieht ja lustig aus. Hä? Okay, da oben ist ja die erste Starcoin, oder? Kollegen hier oben. Jawohl! Bin ich gut, Mann. So, Elianos, es wäre toll gewesen, wenn hier eine Speicherflagge gewesen wäre. Ich hoffe, da kommt noch eine. Ah! Fick dich, Elianos! Fick dich doch! Was ist hier los? Ich bekomme die Panik! Hätte ich draufbleiben sollen? Du kannst doch nicht... Ich bin ein netter Junge, okay? Ich bin ein netter, kleiner, lieber Burli. Ich bin ein Burli, okay?
Ich habe niemanden in meinem Leben was getan. Ich bin nett, ich bin süß, ich bin knuffig, okay? Ich bin liebenswert. Man muss mich gern haben. Ich bin überhaupt nicht... Ich bin überhaupt nicht bösartig. Ich bin ein, wie gesagt, netter Bub. Und er serviert mir hier Hammerbrüder und anderen Abschaum und abstürzende Schlangenblöcke. Warum? Warum will mich jeder töten hier? So, erstes Tag, habe ich es geschafft. Ich bleibe jetzt einfach mal hier auf dem Schlangenblock stehen. Holy fix. Fies, okay, das schau ich mal schön fies. Das ist ein auf einmal blauer Schlangenblock. Guck mal. Cooles Level-Design hier. So, auf der Hut sein, bitte. Die anderen. Könnte gerade ein fucking Donkey kommen. Okay, Speicherflagge. Ich danke dir, Eliano. Ihr seid vergeben. So. Hier scheint nichts mehr zu sein. Hier cooles Design hier auch mit den Blöcken hier in dieser ja, Plattform. Und die Plattform, die schwebt auch nicht. Hat durchaus einen Hand und Fuß hier. Cooles Design. So, weiter geht's. Was los ist? Wird das tricky? Heiliger Fridolin? Boah, das ist ja geil, Alter. Da muss man schon ein bisschen Skill beweisen. Es ist jetzt leichter, als es ausgesehen hat. Muss ich dazu sagen, aber es hat echt eine geile Idee. Ja, Gesprächsthemen. Jetzt neigt sich ja das Jahr tatsächlich dem Ende zu. Froh, Leute, können wir nicht ändern. 2019 ist jetzt fast schon gegessen. Jetzt haben wir bald Weihnachten. Und die scheiß Sonne scheint immer noch. Scheiße, Pflanzenohrschluck, du Arsch, du. Lass mich jetzt mal reden hier. War klar, dass mir das passiert. Aber hier, schau mal. Eine göttliche Speicherflagge hat mich ja hier vor großem Unheil beschützt. Müssen wir diese Passage halt nochmal machen. Ja, wie gesagt, habe ich schon im letzten Part angesprochen. Ich bin nicht zufrieden, das Jahr für diesen Kanal hier lief. Es kam nicht so viel, wie ich wollte. Es war nicht so viel los. Da ist auf jeden Fall mehr drin. Aber ich bin bestrebt, das zu ändern. Muss mir dann auch ein paar Sachen einfallen lassen. So, Freundchen. Das war aber so ein lamer Tod wieder von mir. Das ist typisch von mir. So, jetzt müssen wir hier Obacht geben und hier schnell reinrennen, bevor der Schlangenblock fort ist. Oh, die Sonne. Sonja ist auch wieder da. Und guck mal hier, Eliano. Secret extra für mich. Okay, ein Schlangenblock mit nur drei ja, Plattformen. Und die scheiß Sonja hier. Oh. Jawohl, die dritte Starcoin ist mein. Und da bin ich schon wieder. Du! Oder ich, Arschloch! Janos Kopf kommt auch wieder. Jano? Oh oh, wer ist das? Holy shit! So, was ist hier? Natürlich! Pilzi! Und jawohl! Geiles Level! Episches Level! Da muss man ständig auf der Hut sein, muss man ständig ein bisschen konzentriert sein, denn es ist ja echt gefährlich. Es geht weit nach unten, birgt einige Gefahren. Und wenn man es dann geschafft hat, dann hat man echt ein tolles Gefühl.
So. Hat echt Spaß gemacht. Auch wenn ich ein paar Mal draufgegangen bin, mehr oder weniger unnötig. Es macht auch Fun, drauf zu gehen. Ja, das sag auch nur ich, oder? Es macht Spaß, drauf zu gehen. So. Das Finale der fünften Welt. Boom, boom. Bigger, der Rentenpilz, hat es tatsächlich schon gespielt und tatsächlich den Weltrekord gekriegt. Boom, boom wird immer größer. Bin gespannt. Wir schauen es uns an. Bin gespannt, wie oft ich diesmal sterben werde. Okay. So, was kommen denn im Dezember für Spiele raus? Sehr viele für die Switch. Diese Resident Evil Rebellion Collection mit Resident Evil 4 Black Flag und Resident Evil. Wie heißt das andere? Keine Ahnung. Überblick hier über dieses Level. Lol. Das ist ja cool. Dieser Knochentrock hier bedient die Kanone. Hier durch. Ich weiß nicht mal, ob ich hier richtig bin oder ob ich jetzt hier nichts abgekürzt habe. Shitty! So. Drei Münzen. Aber keine. Und hier komme ich schon rein. Aber da komme ich dann nicht mehr raus. Verstanden? Wo bin ich? Hä? Wieso stecke ich jetzt hier oben fest? Wieso stecke ich jetzt hier oben fest, Mann? Eliano? Wie kann denn das sein? Okay, das ist wohl ein Bug. Ja, Bugs schleichen sich hier und da ein. Das ist so, das kann man nicht ändern. Holy. Shitty? Aber ich will jetzt auf jeden Fall ein Schmerzensgeld von Eliano, damit das Bug klar ist. Oh, ist das geil. Okay, man muss so rumwippen. Ich versuche natürlich, diesen P-Switch hier mitzunehmen, weil der ist ja natürlich nicht ohne Grund. Verschissen haben wir. Holy, sind wir doch wieder hier? Okay, schau, hier hätte ich den P-Switch gebraucht. Alles klar. Muss ich mich doch nochmal töten? Okay. Scheißdreck! Das ist wohl ein Level, das einige Geheimnisse zu bieten hat. Toller Finale, tolles Finale für Welt 3. Scheiße! Ich brauch diese P-Switch. Oh no! Fängt ja schon mal knifflig an, oder? Das ist auch endlich mal so ein Level, wo nix am Anfang klar ist, also der richtige Weg. Du sollst ein festheben! Ja, ich habe jetzt tatsächlich am Wochenende ein bisschen mehr Pokémon gespielt, habe es auch endlich mal den ersten Orden erlangt. Und jetzt beim zweiten Orden unmittelbar davor. Es ist ja nicht so, dass ich das Spiel hasse oder dass ich dem Spiel keine Chance geben will. Oder so. Es ist halt Pokémon, aber ich habe halt irgendwann halt die Schnauzen voll, oder? Versteht ihr das? Stehen wir mal hin, aber. Übersättigt bin ich. So kann man sagen. So. Aber ich habe ja doch meine Freude an dem Spiel. Moment. Was ist jetzt hier eigentlich? Ah, guck mal. Ich muss ja Cooper hier mitnehmen. Muss ich wieder rübergehen? Kann ich mir hier den zweiten Coin schnappen? Gut. Zwei Coins habe ich. Jetzt brauche ich hier auf jeden Fall. Mir fehlen ja noch zwei. Und hier ist nur noch eine. Mir fehlt. Ich brauche irgendwas, womit ich den Schnapper hier kaputt machen kann. Und hier sehe ich schon die letzte Coin.
damals mal auf jeden Fall. Ah, da geht's ja lang. Das haben wir jetzt gerade gesehen. Yoshi oder so brauche ich. Shit, hallo? Scheiße, ah, die gehen ja gar nicht in dem Stil kaputt. Ah, das haben wir jetzt verwechselt mit Mario. 3DS-D. Hier noch überprüfen, ob man hier rein kann irgendwo. Kann natürlich alles möglich sein. Was ist hier? Kommt da nichts raus? Hier ist mal die erste Star-Coin. Hier ist ein Würdelwind. Was? Aha, und hier ist der Taublock, den ich brauche. Aha. Oh, das ist auch lästig hier. Eine coole Passage. So. Ja, sieh, er lupft mich halt hier hoch. Pflaume. Ah, ich muss jetzt hier warten. Geile Idee! Ich sag dir, Ideenreichtum in seinem Level, das ist echt. Wie soll ich denn hier diese Startpoint hier kriegen? Achso, das ist nur der Hinweis. Ich brauche diesen diesen Block. Starcoins zu kriegen. Es sind ja nur 50er Münzen, die Starcoins sind, soweit ich weiß. Oder täuschen. Hier oben ist mal die Münze hier, die man auch braucht. Oder diese Dinge zu schnappen, hier muss ich auch was machen. Zack. Die dritte. Da musst du wirklich hier ein bisschen Metroidvania-mäßig durch das Level gehen, das gefällt mir. So. Ja, okay, hier oben haben wir schon die Münze blinken gesehen. Also da müssen wir rauf. Da brauchen wir nochmal so einen Block. Zunächst. Dann können wir uns da oben die Starcoin holen. Wisst ihr, das Problem ist schon wieder das Zeitlimit da oben, das mir Sorgen macht. Ich meine, jetzt ist noch kein Problem, aber das Level scheint viel zu bieten haben und das Zeitlimit. Ja, könnte mir das Level wieder versauen. So, jetzt werfen wir das. Wo ist das da oben, oder? Heiliger Jesus. Ah ja, das müsste jetzt. Genau. Klappt nicht. Es klappt nicht. Warum klappt das nicht? Scheiße. Ja, jetzt bin ich natürlich. Geil? Nee, jetzt bin ich natürlich nicht geil. Hab ich das versaut oder was? Kann ich noch leben? Aha, damit kann ich. Jetzt komm doch, hallo du scheiß Ding. Damit kann ich dann natürlich auch nachher diese Münze hier schnappen. Steht hier. Nein, 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 nein. Geile Passage. So, hol dir den Ding jetzt zurück. Bitte. Jawohl. Schnappst du ihn dir bitte nochmal? Jawohl. Nein, nix, jawohl. Scheiße. Ja, fast. Müssen wir nochmal kurz warten. Ihr seht ja schon, das Zeitlimit, das tickt weiter. Können wir tun, was wir wollen. Nein, shitty, du. Zigeuner, du. Bleib stehen, Arschloch. Okay. Eine bessere Ausgangsposition. Ich hoffe, dass danach. Scheiße! Mensch, du Dreckhund!
Ich hoffe, dass danach echt eine Speierflagge ist. Schaut euch die Zeit an, das regt mich so auf. Ich bin doch keine Eliane und nichts dafür. Kann das Spiel dafür, was dafür. Also deshalb bevorzuge ich einen Donkey Kong-Plattformer so viel mehr gegenüber einem Mario-Plattformer. Einfach wegen Zeit. Fucking Shitty! Was machst du, du Scheiß-Wichser, du? Du willst der König der Jump Run sein? Komm raus jetzt. Mein Gott. Jawohl, das Zeitlimit. Jawohl. So, komm, das geht jetzt in einem Zug. Ja, cool. Jetzt kommt die stressige Musik auch noch. Ja, ich weiß, dass da oben eine Starcoin ist. Aber wie zum Fuck soll ich die jetzt holen? Ich weiß, ich bräuchte jetzt hier nochmal Dingens, einen Powblock. Nein, du rennst da nicht rein, okay? Du sollst nicht werfen, Mann! Bist du behindert? Ich hab nach unten geklickt! Scheißdreck! Ja, gut. Das Level kann ich jetzt vergessen, zumindest in diesem Anlauf. Ja, kann ich nicht mehr schaffen. Ich werde jetzt versuchen, hier diese Starcoin da oben noch zu kriegen und dann kann ich das Level eh neu starten. Das nutzt nichts. Das ist ja nicht meine Schuld hier. Und hier vom Zeitlimit. Das ist ein Level, wo es viel zu erforschen gibt, wo man ein bisschen denken muss. Aber durch den ständigen Zeitdruck wird einem das so ein bisschen versaut. Wieso gibt es denn da keine Möglichkeit, den Ich bin mir sicher, Eliano hätte in diesem Level hätte es die Möglichkeit gegeben, den Zeitdruck ausgestellt und Zeit gewinnen. Das klappt ja nicht. Ja klar, man braucht jetzt hier das Trampolin und einen Powerblock. Aber wenn ich dann das Trampolin dabei daherstelle und nachher einen Powerblock hole, dann ist ja das Trampolin wieder weggesprungen. Oh no! Kacke. Müssen wir schauen, wie wir das machen. Eliano will, dass man hier zuerst den Powerblock... Warte, ich muss den kurz mitnehmen, damit er nicht wegspawnt. Immer so schön ein bisschen im Bild bleiben. Ein bisschen Spielraum hat man tatsächlich schon. Bitte nicht werfen. So. Ach komm, leck mich doch am Arsch! Und Zeitdruck schon wieder. Und Zeitdruck schon wieder. Das freut mich natürlich. Das freut mich. Nee, ich liebe Zeitdruck. Ich liebe Zeitdruck. Habe ich jemals was anderes gesagt? Leute, wer liebt keinen Zeitdruck? Nein, du sollst das nicht kaputt machen, Mensch. Ach, das kotzt mich an. Tut mir leid. Was soll ich denn machen? Kann ich da nicht irgendwie abtricksen? Oder abkürzen oder so. Klappt nicht, oder? Klappt nicht. Und der Versuch ist eh schon zum Scheitern verurteilt. Mein Gott. Wieso despawnt denn der Dreck? Jawohl, Mann. So wird's gemacht, Freunde. Ich weiß nicht, ob das die offizielle... Ob das der offizielle Weg von Eliano ist, aber irgendwie hat's hingehauen. So, ich nehme jetzt beide Items hier mit. Shit, das war ja nicht der Powblock. Das wäre schlimmer gewesen, wenn der jetzt gefallen wäre. Servus, Freunde. So, hinlegen, sachte. Und der ist ja gleich mal kaputt. Ein kaputter Powblock, der weg, oder? Oh Mann. So. Ein bisschen. Ja, das ist, kann Eliano auch nichts dafür, dass das halt so ist, wie es ist. Dass die Items despawnen. Wenn man ein bisschen weiter weg ist. Das ist doof. Aber ich denke, man das Beste draus. Moment, jetzt müssen wir den Kollegen hier kurz hier hinlegen. Man muss nicht kaputt machen. Das ist ja ein bisschen das Steuerkreuz. Und
immer ein bisschen aufpassen. Zack. Den brauchen wir nicht mehr, den Kollegen. Ah, Leute. Ich sag's euch. So. Und somit haben wir alle Dinge hier, alle Münzen. Ich hoffe, da ist eine Speicherflagge. Ihr wisst schon, Zeitdruck. Yoshi ist da unten. Bitte, Eliano, sei kein Asi. Speicherflagge. Jawohl, Eliano. Was ist jetzt los? Feuer, Mario. Okay. Okay. Alles klar. Alles klar, Mann! Okay, Kamek hat den jetzt wohl größer gezaubert oder was auch immer da passiert ist. Und ich bin tatsächlich draufgegangen. Das ist aber auch ein cooles Level-Konzept, oder? Immerhin haben wir jetzt wieder das volle Zeitlimit. Guck mal, man denkt jetzt, man kämpft gegen Bum Bum und der fällt runter. Dann ist hier Kamek. Und es ist irgendwie wie bei den Mario Bros. New Mario Bros. Spielen, oder? Geil. Ja, ist natürlich hier. Das ist echt ein fucking shitty Konzept. Das ist echt ein geiles Konzept. Das gefällt mir. So, und ich bin jetzt zweimal echt beim Bum Bum gestorben. So bin ich halt, Leute. Guck mal, wie leicht das Dudel ist. Zack, jetzt können wir da weiter. Jetzt geht er echt sterben. Geiles Konzept. Das Level gefällt mir echt voll. So. Was ist hier? Münzen. Komm schon. Pilzi. Ah! Okay, geil. War klar. So, da unten sind die Yoshi-Eier oder eins. Da komme ich aber nicht lang. Oben ist zweite Starcoin. Kein Problem. Und wenn ich da jetzt runterspringe, bin ich dann tot? Oder ist da unten eine Plattform? Ja, natürlich, da muss eine Plattform sein. So. Moment, jetzt komme ich da gar nicht mal hoch, oder? Wir haben gesehen, bei zwei Yoshi-Eiern. Ist auch eine Starcoin. Okay. Das habt ihr doch vorhin auch gesehen, oder? Bin ich nicht der Einzige. Also da war... Guck mal, da unten. Wie zum Teufel. Ah, ich hätte noch mal... Scheiße, ich hätte noch mal einen Koopa-Panzer holen sollen. Das wäre die Lösung. Ja, das kann ich jetzt leider nicht mehr machen. Ich muss das ganze Level komplett neu machen. Bevor ich in die Tür da reingegangen wäre, hätte ich einen Koopa-Panzer holen sollen. Ah, Scheiße. Da musst du wirklich mitdenken. Ja, das, und du kannst dann auch nicht mehr zurück, Eliano. Das ist ein Arsch-Move von dir. Das sage ich dir. Ja, ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich das jetzt nicht mache. Och, Eliano, Schwein. Aber geile Idee, oder? Das ist echt so ein Arschloch-Move, aber gefällt mir, gefällt mir. Scheiße, und ich sterb schon wieder. Nee, das gefällt mir echt. Das ist echt ein brutal geiles Level. Na gut, habe ich halt nur zwei Starcoins gefunden. Hallo, was ist da oben los? Aber das ist echt so eine geile Idee. Das ist so eine geile Idee. Ja, sicher. So, jetzt beenden wir das Level schnell. Geiles Level. Das Level ist so geil, so durchdacht und so geil aufgebaut, oder? Was sagt ihr da? Echt brutal. Wahnsinn, Wahnsinnseinfälle. Auch mit dem Bum Bum, wie er größer wird.
Und das ganze Level ist aufgebaut. Man musste sein Zeug holen und so. Ist echt fantastisch. Hier, der Bartman schreibt schon. Bartman hat sich auch einen Keks verdient. Ja, mehr kann ich auch nicht schreiben. Echt wahnsinnig Spaß gemacht. Fantastisch einfach, oder? Ne, kann man nicht anders sagen. Leute, damit wäre jetzt Welt 2 abgeschlossen. Fantastische Level, wir sind jetzt in Welt 3. Welcome to the Jungle. Sind wir jetzt hier in Jumanji oder... Keine Ahnung. Okay, warte, ich muss jetzt kurz hier nochmal auf Discord hochscrollen. Als er Welt 3 gepostet hatte. Alter, wir haben ja echt hier zu viel zugespammt, auch mit Zahlen, die nicht zu Mario Maker dazugehören. Es ist schon ein bisschen scheiße, dass man da hier reingespammt hat. Halt nicht so übersichtlich, oder? 1000 Meter hoch scrollen, bis ich mal das Richtige gefunden habe. So. Welt 3 von Super Mario Bros. Ist jetzt mit 5 weiteren Leveln verfügbar. Mit dieser Welt steigt auch die Qualität ein gutes Stück an. Viel Spaß. Noch weiter. Also die Qualität war bisher auch echt brutal geil. Willkommen im Dschungel. In 5 Leveln, okay. Hat eh nur das Gleiche geschrieben. Wir schauen es uns gerne an. Jetzt habe ich hier auszusehen. Weitergeklickt. So. Wir wollen Action haben. Ich freue mich hier auf die dritte Welt. Mamma mia. Oh, die geile Musik. Das Level hat jetzt schon gewonnen hier. Okay, Wasserdschungel. Oh. Guckt euch die Pflanzen an. Die streiten sich hier. Alter, muss aufpassen, dass du nicht geschnappt wirst hier. Oh! Eliano! Ja gut, ich töte wenn schon alle. Vielleicht kann man ja irgendwo hier rein. Nicht vergessen, es sind ja Star-Coins zum Sammeln für uns. Aber hier links scheint es ja hoch zu gehen. Hier ist bestimmt noch ein unsichtbarer... Ja, die erste Star-Coin. Geiles Versteck. Oh, die Musik ist geil. So, hier natürlich auch immer ein bisschen unten schauen. Aha, hier sehen wir schon. Hier ist tatsächlich ein Secret unten. Geil, da muss er echt nachdenken, Mann. Das ist cool. Gehen wir da runter. Oh, die zweite Star-Coin ist hier leider nicht, aber trotzdem ein nettes kleines Secret. So, und hier kann man auch hoch, oder? Der Baum ist nicht zum Spaß hier, oder? Oder? Okay, er ist zum Spaß da. Servus. Voll brutal. Zerquetscht. Der Blooper, der rumschwebt. So, hier schauen wir mal, dass wir hier hochkommen. Ist... Kann natürlich überall ein Secret sein. Eliano macht das gerne mit unsichtbaren Blöcken. Oh, scheiße. Ist sich jetzt leider nicht ausgegangen. Apropos Mario Maker. Fucken. Mario Maker. Es wurden ja Updates angekündigt für Mario Maker. Bisher haben wir da noch nicht viel gesehen, aber mit neuem Content, das wird ja angekündigt in der Direct und so. Oder war es auf Twitter, ich weiß es nicht mehr. Ah! Jawohl, okay, hätte mich jetzt nicht treffen lassen müssen. Aber egal, Hauptsache die Münze ist erreicht. Und ich denke, in der nächsten Direct, wann auch immer die ist, ich schätze auf Januar. Also. Shit! Ach komm schon! Immerhin war da eine Speierflagge. Ich denke im Januar. Also hier im Baum hat er zum Glück einen Pilz versteckt. Alter, es ist ja geil designt, oder? So, also, den Dingens haben wir unten schon geholt. Das Ding ist Starcoin. Also ihr wisst, wie das bei mir läuft. Wenn ich sie einmal habe, dann habe ich sie. Ich sammle die nicht dauernd ein. Das ist einfach nur, weil das halt scheiße fürs Video ist, oder? Scheiße! Das ist auch scheiße fürs Video. Ja, ich denke, im Januar startet die nächste Nintendo Direct. Jetzt sind ja bald die Game Awards. Ich denke, Nintendo wird da auch eine Ankündigung raushauen. Also ich tippe mal fest auf den Smash-Kämpfer Nummer 5.
Vielleicht erwartet uns ja nochmal was. In der Vergangenheit hat Nintendo ja schon des Öfteren bei den Game Awards mit Überraschungen überrascht. Und jetzt bin ich schon wieder draufgegangen, selber Weg. Zum Beispiel damals haben sie Cranky Kong für Tropical Freeze angekündigt. Sie haben das erste Gameplay-Material zu Breath of the Wild gezeigt. Sie haben Bayonetta 3 angekündigt, das dürfen wir auch nicht vergessen. Und die Bayonetta Collection. Und letztes Jahr natürlich Joker in Smashy. Und jetzt sind wir gespannt, was dieses Jahr so für Ankündigungen getätigt werden. Natürlich auch von den anderen Herstellern wird es sehr spannend. Oh, das ist gefährlich mit den Goombas. Zum Beispiel wurde ja letztes Jahr, ich glaube, Crash Team Racing angekündigt. Das Crash Racing Spiel. Kann man hier rein? Und jetzt natürlich auch in den Gerüchten ein neues Crash-Spiel macht die Runde in den Gerüchten. Die letzte Starcoin fehlt uns noch, Freunde. Keine Ahnung, wo die war. Ich habe keine Ahnung. Weiß es nicht. War das die Super Nintendo Farben hier vom Controller, diese Röhre? Oder habe ich mir das jetzt nur eingebildet? Geiler Einstieg Geiler Einstieg in die dritte Welt. Hat Fun gemacht. Und Leute, derjenige, Eliano, du bist ausgenommen, der mir schreibt, wo die dritte Starcoin ist, der bekommt Bonuspunkte. Keine Ahnung bei was, aber ich würde es gerne wissen. War ich jetzt echt so blind? Habt ihr es gesehen? Das kann ja sein. Wigglers Habitat. Okay. Ein Wiggler-Level. Wiggler? Ja klar, ich könnte jetzt natürlich nochmal das Level schauen und die dritte Starcoin suchen. Aber ihr wisst ja, Zeit ist Geld. Und Geld habe ich keins. So. Aber trotzdem, ich versuche immer eure Level so gut es geht zu erforschen, auf alles einzugehen, und ich denke, das gelingt mir auch relativ gut. Ich will eure Level genießen. Oh, das ist ja geil hier, Bäume. Und einfach Spaß darin haben. Ich will nicht durchrushen. Ich will mir auch Gedanken machen, was sich der Bauer hier für Gedanken macht. Hier, schau mal, Eliano. So, Freunde. Jetzt reicht's mir mit diesem Eliano. Jetzt möchte ich euch mal bitte eine Sache fragen. Es ist nur eine Sache, die ich euch fragen will. Was hat er mit dieser Blume hier bezweckt? Eliano, was ist los mit dir? Warum ist hier eine einzelne Blume? Warum? Alter, der ist verrückt, oder? Spinnt ihr? Warum hat er hier eine einzelne Blume gepflanzt? Warum denn? Blumen! Das ist eine Fauna und Flora und so klumpig. Ich habe in Biologie nicht aufgepasst, aber ich bin mir sicher, dass auch Blumen einsam sein können. Er pflanzt eine einzelne Blume bei einem aggressiven Wiggler. Warum macht er das? Warum? Nee, da schon wieder. Schaut euch das an. Das ist so eine Frechheit, Mann. Eliano gehört zwei Blumen aufeinander. Sind das Mami und Papi, die rote Blume hier gezeugt haben? Wo sind wir denn hier? Wir sind hier bei der ersten Starcoin. Jawohl. Also Eliano und seine perversen Gedanken, Mann. Die lebt er hier voll aus in diesem Level. Hier, das ist das Pflegekind oder was? Hat er ins SOS Kinderdorf hier geschickt. Zum Wiggler. Alter Mann, Eliano. Und was ist das hier? Ah, ich gehe gar nicht mehr drauf rein. Es ist mir langsam egal. Eliano, das gehört hier nicht her. Diese Videos, die schauen sich auch unter 18-Jährige an. Das muss ich sagen. Und du? Es
ist Wahnsinn. Hier hat er eine Brücke gebaut. Riesen-Koopas. Holy! Okay, gibt auf jeden Fall einen Switch. Schau. So, und hier natürlich wieder zum Hochkommen. Hier hat er schön mit Münzen ange... Wieso hast du hier mit Münzen gemacht? Und dann ist ja nichts! Okay, das merken wir uns mal. Wir müssen irgendwann mal einen Schalter umlegen, dann wieder hier zurückkommen. Wenn es möglich ist. Es ist nicht möglich. Wenn ich jetzt hier hochgehe, dann komme ich nicht mehr zurück. Haben wir irgendwo im Level so einen Switcher gefunden? Ich habe keinen gesehen. Holy. Kann man hier runter vielleicht? Okay, hier musst du dich töten. Ah ne, da ist sogar ein Aufweg. So, aber hier scheint irgendwo irgendwas zu sein, wo man switchen kann. Okay, das ist schon wieder aggressiv, wenn ich jetzt hier diese einsame Blume sehe. Ne, definitiv nichts zum Switchen. Okay, ich töte mich kurz, dann bin ich wieder beim Speicherpunkt. Holy moly, Freunde. Ja gut. Ne, da oben ist es, guckt. Alter, ist das gut versteckt. Gefällt mir. So. Oh, hier ist ja sogar ein Dingens. Okay. Zum Glück bin ich dann nochmal zurückgegangen, bin der Sache nachgegangen. Zack, die zweite Starcoin ist unsere. Das ist ein fieses Versteck, aber gefällt mir echt sehr gut. Oh, die dritte Starcoin ist auch hier. Oder muss ich den Wiggler hier weglocken? Du aggressiver Bastard, du! Alter, da seht ihr, die Wiggler, die meinen das wirklich ernst hier. Aggressiven Schweine. Gut. Oh, wollte ich gerade sagen, jetzt bin ich aber groß Mario. Und kann hier durchsneaken, aber schon bin ich wieder klein. Das ist cool, dass man die Wiggler hier weglocken muss. Der Trottel da oben muss auch gerade jetzt hier sein. Guckt euch dem sein Gesicht an. Sackgesicht, Mann. Na gut, jetzt versuche ich mal hier den Pilz zu behalten. Groß zu bleiben. Oh, Bartman sagt auch gerade Mario Maker. Viel Spaß, Bartman. So. So, Kollege. Na gut. Geht bestimmt auch ohne getroffen zu werden. Aber ihr wisst ja, was für eine Lusche ich bin. Uli! Jawohl, ich habe nochmal die Kurve. Und hier schon wieder. Eliano, geh mir sofort aus den Augen. Jetzt hätte ich die Koopas natürlich besser ausnutzen sollen. Ah, da komme ich auch nicht mehr hoch. Egal, mir egal, wo ich, ja. Wo ich am Fahnenmast ankomme, das war mir eigentlich schon immer egal. Auch in den normalen Mario-Spielen. Fantastisches zweites Level der dritten Welt. Hat Spaß gemacht. Was für ein Stempel nehmen wir jetzt? Gegen die Zeit. Kinderspiel. Super schwierig. Nochmal Wahnsinnsidee. Keine Ahnung. Aber jetzt sind wir auch schon am Ende des Partys angekommen. Wir haben einige tolle Levels entdeckt und gespielt. Haben viel Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und ich bin gespannt auf den nächsten Part. Dann werden wir nämlich hier Welt 3 abschließen. Und oh, das sind schon einige Level. Da müssen wir uns ranhalten. Und dann die Winterwelt uns anschauen. Darauf bin ich gespannt. Ihr könnt das Ganze natürlich schon jetzt tun. Ich meine,
Ich muss natürlich immer aufnehmen, wenn ich spiele, aber ihr könnt das voll und ganz jetzt schon spielen und die Levels erleben. Ich bedanke mich, Eliano, für deine Level. Ich bedanke mich bei dir, lieber Zuschauer, fürs Zuschauen. Und ich bedanke mich bei mir, dass ich... Ja, nee, mir gebührt kein Dank. Ciao, Leute, bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Zocken.